Da geht es wahrscheinlich einfach weiter. Aber ich schaue trotzdem mal nach, wie ich mehr tue. Tschüss. Das machen wir gleich. Also keine Angst. Aber es ist hier noch so viel anderes Zeug zu erledigen. Da wollte ich jetzt nicht unbedingt da zwischen den beiden. Eten, Schwarzmagie, keine Ahnung, Alstra. Aufs Gürteltier. Komm, bevor Kane versteinert wird. Okay. Angriff. Beaten. Aber ist ja sowieso schon alles gewonnen. So. Also wir sind jetzt bei 22 Minuten. Ich bin doch positiv überrascht, dass es noch nicht abgeschmiert ist. Gehen wir mal kurz zurück. Weil da war ja noch irgendwo eine Truhe auf der Ebene hier. Wollte ich mal gucken, ob ich da irgendwie was machen kann. Naja, Fledermäuse. Ihr mögt Feuer nicht, ne? Beziehungsweise die etwas dunkleren Fledermäuse mögen Feuer nicht. Wie heißen sie? Blutfledermaus. Die mögen Feuer nicht. Aber die anderen Fledermäuse sind jetzt eigentlich auch nicht gerade so schwer zu besiegen, deswegen alles easy. Sind sowieso alle tot. Also ich hatte die Blutfledermaus überlebt. Absturz. Ich habe so ein bisschen Angst. Ja, wie gesagt, da sieht es so ein bisschen aus, dass man da durch kann. Ja, hier kann man durch. Hülle von Eplan Passage vollständig. Ein paar Hermes-Stiefel. Okay. Wunderherrlich. Und eine Heilpotion. Also gehen wir jetzt da langsam mal dahin, wo der Prinz wartet. Schutz. Ich gucke hier mal auf die zweite Fähigkeit, um zu sehen, wer das ist. Weil der Pfeil ist mir zu über den Köpfen, der ist mir zu... Naja, den erkenne ich nicht so genau, welcher Charakter damit meistens gemeint ist. Oder den Pfeil erkenne ich einfach gar nicht, weil der so unauffällig ist. Und unten in der Liste, wo ihre KP steht und so, da gucke ich auch meistens nie drauf. Deswegen, wie gesagt, ich gucke meistens auf die zweite Fähigkeit, um zu sehen, wer jetzt derjenige ist, der dran ist. Ich habe schon länger keine Beschwörung mehr eingesetzt. Ist aber bei den Gegnern jetzt auch nicht sonderlich notwendig, um ehrlich zu sein. Ich bin froh, dass es hier eine Karte gibt, weil es so viel versteckter Scheiß gibt. Die Karte hilft da so ein bisschen. Wo war das hier? Wahrscheinlich da bei dem Prinzen und den Rubikante. Kann ich wahrscheinlich links von denen... warte mal. Axel. Schutz. Nein, nicht Schutz. Weil wir warten einfach, bis das Vieh schlüpft. Hier, hau drauf. Beten. Du machst, glaube ich, kein Feuer. Oder was war's? Was? Weiß nicht mehr, was sie nicht mag. Hau drauf. Hau drauf. Okay. Ah ja, was ich auch gemacht habe, ich habe mal ein Programm geschlossen. Lamia Harfe. Eine Harfe? Kriegen wir Edward wieder? Wofür brauchen wir denn eine Harfe? Zacke 13 kann konfus machen. Ich glaube, ist ein bisschen zu spät, ne? Was ich sagen wollte. Ich habe ein Programm geschlossen, nämlich... wie heißt es nochmal?
Borderless Gaming. Damit kann man Spiele im Fenstermodus spielen und die sind dann aber im Vollscreen. Damit kann man zum Beispiel dann raustaben auf den zweiten Bildschirm oder so, ohne dass ich komplett raustaben muss. Also ich kann einfach auf den zweiten Bildschirm dann draufgehen und sowas. So eine Sachen ist eigentlich ganz nett, das Programm. Ich habe es mal geschlossen und ich spiele jetzt hier im Fenstermodus, was ihr jetzt nicht seht, weil ich habe unten da das Fenster ist halt nicht genau 16:9, sondern unten fehlt ein Stückchen. Und da sieht man meinen Desktop, den habe ich einfach in OBS weggeschnitten, das Stückchen vom Desktop, was man sieht. Deswegen seht ihr, also vielleicht ist das ein aufgefallen, also mir wird das nicht auffallen, wenn das keiner mir sagt, dass da ein Stück Bild fehlt vom Video, also von Ingame. Da fehlt ein Stückchen, so 19 Pixel hoch, glaube ich, war es, oder 20 Pixel hoch, fehlt da ein Stückchen. Aber das hat ja anscheinend geholfen, weil das Spiel noch nicht abgestürzt ist. Aber vielleicht hat es auch geholfen, dass ich das überprüfen lassen habe. Endlich treffe ich auf dich, Rubikante. Auf diesen Tag habe ich gewartet. Kenne ich dich? Ich bin Edge, der Prinz von Eplan. Edge, Prinz von Eplan. Wer hätte das gedacht? Title Card. Eplan, worum geht es? Das wirst du gleich spüren. Rubikante. Du bist ein bisschen... Oh, wenn ich seine Werte so mal angucke, dann steuere ich ihn. Nein. Feuer. Okay, du bist ein bisschen schwach auf der Brust, Edge. Rand. Das war sein Boomerang. Ja, Bärmisch, bist du doof, Edge? Feuer gegen einen Feuergegner? Ich zeig dir, wie man mit Feuer umgeht. Feuerwirbel. Okay, das war Edge. Verflucht seist du. Deine Stärke mag deinen Stolz entsprechen, aber du bist nicht stark genug, um mein Gegner zu sein. Komm wieder, wenn du stärker geworden bist. Ich warte auf dich. Tschüss. Warte, bleib hier. Bist du in Ordnung? Bin ich nicht. Ich habe verloren und er ist entwischt. Wir sind auch hier, um Rubikante zu stellen, um ihm die Kristalle abzunehmen. Haltet euch da raus. Ich werde mit ihm abrechnen, ganz allein. Weil er ist ein Elementarfürst. Du hast doch am eigenen Leib erfahren, wie stark er ist. Ah, halte ich mich ja nicht für einen verweichlichten Prinzen. Die eplanischen Königsfamilie überliefert seit jeher alle Geheimnisse der Ninja. Brauche eure Hilfe nicht. Das reicht jetzt. Ich will keinen weiteren Tod mehr mit ansehen müssen. Du hast Teller, dann Yang, Porum und Palum. Und dann auch noch Sid, es reicht. Ah, aber ich. Lydia. Schluchz. Unser Gegner ist der stärkste der vier Elementarfürsten. Ich kann euch nicht versprechen, dass wir siegreich sind. Aber wir haben keine Wahl, wir müssen ihnen die Kristalle entreißen. Ich kann natürlich unmöglich die Tränen eines so schönen Mädchens ignorieren. Dann lasst uns gemeinsam tun. Lasst es uns gemeinsam tun, aber nur dieses eine Mal. Du kannst kaum laufen und bist doch arrogant, wie es nur geht. Da spricht der Richtige. Rosa, hättest du Güte? Die Güte? Vitra! Vitra, wie ich das ausgesprochen habe. Danke, meine Teuerste, auch du schmeichelst dem Auge. Okay, er steht auf Frauen. Nachdem wir jetzt also Freunde sind, lass uns diesen Turm stürmen. Das klingt schon besser. Der Ninja Edge hat sich angeschossen. Yay. Viel Schiss ab. Nein. Ich mach mal kurz eine Pause. Es war wirklich nur ganz kurz eine Pause. Ich habe mir nur die Nase geschneuzt. Ich bin nicht im Spiel drin. Okay. Turbo Eater. Das war dann auch alles hier.
Höhle von Eppler. Rechnen weiterhin auf. 3 Köder erhalten. Wofür sind denn Köder gut? Ich hatte schon mal Köder anscheinend. Ich habe jetzt auch nicht da. Blink. Okay. Das ist also Rubikante, der letzte von Girls für Elementarfürsten. Wir haben ihn schon gesehen, du Idiot. Ah, ne, falsch. Für einen Prinzen ist er ganz schön weltlich. Ich komme mit Rubikante. Ich weiß nicht, wie ich ihn aussprechen soll. Ich kann ja beim Ernst der Lage nur solche Sprüche klopfen. Das sagt der Richtige. Das ist der Prinz von Eplan. Ein Mann mit Manieren eines Kindes. Okay. Ah nee, immer noch kein Speichern. Ich dachte, ich wäre jetzt auf der Oberwelt. Wie gelangen wir in den Turm? Ha, schon vergessen, dass ich ein Ninja bin? Los geht's! Das war einfach. Wenn Rubikante den Turm bewacht, wo ist dann Golbes? Die Ninja-Künste verwandt mit der Schwarzmagie und das so anders. Wer sind diese Leute? Einfach Durchreisende? Durchreisende ist schon mal nicht. Rubikante hat wirklich alle Vorkehrungen getroffen. Er kann durch Wände gehen, diese Ninja-Künste sind interessant. Einhorn, ich glaube, hier ist auch immer noch Feuergegner angesagt. Sind Feuergegner. Oh, ich habe ihn nicht, egal. Stehlen werfen, Ninja-Künste. Was sind denn Ninja-Künste? Brand, Rauch, Reißzwecke, Doppelung. Greif einfach mal an. Du auch. Bitte nicht. Ich könnte nämlich tot bewirken. Leben. Angreif. Angriff, sagte ich. Kane. Ja, vielleicht haben wir irgendwie was für den Edge. Was benutzt er denn für Waffen? Es sieht aus wie Kunais, aber auf dem Bild sieht es aus wie ein Boomerang. Ballbart. Ausrüsten. Vielleicht haben wir ja was Geiles für dich, Edge. Du bist auch in der richtigen Reihe. Ein Kunai, noch ein Kunai. Grünes Barret, da haben wir auch nichts Besseres. Schwarzer Gürtel, da haben wir auch nichts Besseres. Metall, Handschuhe, da haben wir doch wahrscheinlich. Nein, haben wir nicht. Okay, er benutzt Kunais. Aber er kann auch Sachen werfen, wie zum Beispiel Ninja-Sterne, die wir hier und da mal gefunden haben. Das ist das Eschukraut. Auch wenn er es nicht braucht, aber mir geht das Symbol auf den Sack. Ja. Auf welcher Ebene sind wir? Ich hab nicht so drauf geachtet. Aber von hier aus geht's, glaube ich, ein bisschen flotter nach oben. Weil wir sind ja schon ein bisschen weiter oben als eben. Ja, Hause kaputt. Beten. Ja, einfach angreifen. Ja, natürlich, wenn wir werfen, dann geht das natürlich kaputt, was wir werfen. Was mag die nochmal nicht? Feuer? Macht den Qual kaputt. Weil die können uns ein bisschen abfacken. Hau drauf. Beten. Sprung. Also, Angriff meine ich. Wie gesagt, ich gucke immer auf die zweite Fähigkeit, um zu sehen, wer gerade dran ist. Deswegen sage ich manchmal diese zweite Fähigkeit. Was natürlich keinen Sinn macht, aber ist halt so eine Angewohnheit. Okay, bei 36 Minuten und abgestürzt ist das Spiel immer noch nicht. Also, wenn das wirklich so ist, dass ich... wir gehen erstmal hier rein und gucken mal, was hier so los ist. Will ich erstmal weitergehen. Vielleicht ist ja hier eine Truhe oder sowas. Ja, okay. Wenn das wirklich ja so ist, dass ich bei Steam die Speicherdaten überprüfen muss, Silbersandtour, dann soll es so sein, ist mir scheißegal, wenn das Spiel dann nicht mehr abstürzt, dann bitte. Auch wenn das so ein bisschen, naja, ein bisschen nervt,
das den Qual wegmachen, bitte. Nicht ge... Ah, scheiß drauf. Eisgar. Auf den Qual. Ihre Ogre. Beten. Oder ist Beten ein bisschen zu schwach? Ah, ist sowieso was. Wir stehlen mal, weil wir es können. Also so eine Diebesklasse gibt es an sich nicht, aber der Ninja kann auch stehlen. Diebstahl fehlgeschlagen. Stehlen ist einfach ein Item bekommen vom Gegner. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine hohe Kunst oder sowas, also und auch kein richtiger Angriff oder so. In Final Fantasy 9 muss man das ganz schon oft machen, weil die Gegner, weil der Hauptcharakter ist halt ein Dieb. Und die Gegner haben echt geile Sachen, teilweise. Ich denke immer, die Sachen hier, diese Dinger auf der Erde, das wären so Türen, die sich so hinter uns zu, also hoch gehen. Das würde mir nicht gefallen. Beten. Angriff auf den Qual. Wie gesagt, auf den Qual drauf. Schwarzmagie, ich habe keine Ahnung. Ich mache einfach mal Eisgar. Machen wir mal die Lamia weg, die Lamia. Beten. Stumm ist jetzt nicht so toll. Also auf ist das so? Dann würde ich gerne Medica außerhalb des Kampfes benutzen, weil so viele Echo-Kräuter habe ich jetzt nicht, dass ich die rauswerfen kann wie Bonbons. Deswegen... Rosa, mach du mal. Solange wir einen haben, der Medica einsetzen kann, geht das ja alles klar. Ich guck gleich im nächsten Kampf nach, wie das Werfen-Menü aussieht. Wir gehen erstmal hier längs, weil in der Mitte wird es wahrscheinlich weitergehen. Oder eine Truhe, je nachdem. Werfen. Okay, ich könnte wirklich sehr viel werfen. Also alle unsere Waffen eigentlich. Aber man sollte wirklich Wurfsachen werfen und nicht... Also Wurfwaffen. Und nicht einfach irgendwas, was man so gerade rumliegen hat. Beten. Was für ein Level ist Edge eigentlich? Die müssten wir eigentlich schon mal ein bisschen leveln. Weiger war, glaube ich, gut gegen euch. Ich weiß es nicht mehr genau. Dann schläg du mal. Dann irgendwann draufhauen. Diebstahl fehlgeschlagen. Beten. Stehlen. Sind halt nicht so die stärksten Gegner, also die sind jetzt nicht schwach, keineswegs, da sind ja jetzt auch nicht die stärksten Gegner, deswegen tue ich mal so ein bisschen stehlen. Ist das eigentlich diese Finale, also ist das meine finale Gruppe oder kommt dann noch wer dazu? Weil die meisten sind ja tot oder außer Gefecht oder sonst was. Nee, stehlen. Hau drauf. Hau drauf. Was mal die? Keine Ahnung. Bio. Da ist Bio überhaupt 20. Dass es kein Bio-Ra und Bio-Gar gibt, ne? Aber da ist dann noch Bio auch eine letale Magie und nicht eine Giftmagie, wie es dann später in Final Fantasy ist. Okay, hier geht's einfach nur weiter wahrscheinlich. Ich habe wieder nicht drauf geachtet, auf welcher Ebene wir sind. Wahrscheinlich waren wir eben auch im Erdgeschoss. Wo wir waren auch in der Höhle, das heißt, muss nicht heißen, dass wir im Erdgeschoss waren. Okay, die sehen ein bisschen anders aus. Erster Ritter und Mithril Golem.
Reflex. Die finde ich jetzt nicht so prickelnd, um ehrlich zu sein. Dann hauen wir einfach drauf. Schwarzmagie. Ich mache mal ein Eisgar auf den Trigolem, weil der hat keinen Reflex. Aber so wie es aussieht, ist denen auch Eis gerade scheißegal. Ne, Beet nicht ziehen. Elen. Angriff. Ja, Eis scheint ihm wirklich scheißegal zu sein. Also ich bin froh, dass das jetzt ohne Probleme läuft. Ich soll das nicht sagen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich das so ein bisschen verfluche, wenn ich sowas sage. Vielleicht Feuer? 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 Feuer ist, glaube ich, ein bisschen Overkill, ne? Naja. Ja, das wäre Overkill gewesen, weil ein weiterer Schlag von Kane einfach gereicht hat. Rosa ist eine Stufe gestiegen. Okay. Dann wollen wir nochmal gucken, was für eine Stufe Edge überhaupt ist. 36, okay. Ein bisschen hinterher. Aber auch nicht so schlimm. Wollen wir heilen? Ja, Edge auf jeden Fall. Ansonsten geht das ja klar. Okay, eine Truhe. Uga Töter. Doch, der Feind hat auf der Lauer gelegen. Okay. Ich Ogre-Töter ausgesprochen habe. Okay, das sind ja nur ihre Ogre, also nichts Besonderes. Hatten wir schon mal auch drei Stück an der Zahl, also das ist wie gesagt nichts Besonderes. Ja, ich weiß, Blitzka, die, was die nicht so mögen. Ich weiß es nicht mehr genau. Beten. Sie gehen ja auch alle auf Rosa. Ah, ein Bacchuswein. Auch wenn ich gerade nicht mehr weiß, was es genau macht. Und wie es genau ausgesprochen wird, aber... Komm, hau einfach drauf. Die Elektrizität... Ich weiß nicht mehr, was schwach gegen sie, also stark gegen sie ist. Da Eiswaffen auch so ein bisschen unnötig sind, würde ich sagen, dass wir gleich andere Waffen einsetzen. Ne, Eis ist es nicht. Feuer? Hast du Feuerschwäche, mein Freund? Ich weiß es nicht. Jede Menge Stufenaufstiege. Was hatten wir gefunden? Irgendeine Axt, ne? Gehen wir dann, glaube ich, erstmal Cecil. Den Ogre-Töter. Okay, ist ganz schön stark. Würde ich auch erstmal nehmen wollen. Und du kriegst dann auch eine Zwergen-Axt. Wo lohnt sich das? Okay, so richtig sinken die Werte jetzt nicht. Weil Eis ist ja scheinbar erstmal egal. Huch. Hörst du auf? Spiel. Da haben wieder die Tasten rumgeblödelt. Was aber nicht die Tasten sind, sondern das Spiel. Weil ich das bei keinem anderen Spiel das Problem habe. Das muss dann einfach das Spiel sein. Kann ich mir sonst nicht vorstellen. Hau drauf. Du setzt mal ein Vitra ein, obwohl Bomben setzt es ein. Feuer. Ich bin auch echt nicht lange mehr gesprungen mit Kane, ne? Weil seine Angriffe sind eigentlich auch stark genug.
war gerade überlegen, aber was war ich am überlegen? Okay. Okay, ich habe, glaube ich, die Rätsellösung gefunden, warum wie das nicht abschmiert. Einfach die Speicherdaten überprüfen. Bei Steam. Für Leute, die dasselbe Problem haben, ist wahrscheinlich doof, dass ich das hier mitten im Let's Play sage. Aber dafür müsst ihr auf das Spiel gehen. Also in eurer Steam-Bibliothek. Rechtsklick machen. Rechtsklick, nicht linksklick. Und dann auf Eigenschaften gehen. Dann auf, ich könnte mal kurz gucken, warte mal, ich mache mal kurz eine Pause. Jetzt seht ihr da irgendwie oben so einen Rand, so einen komischen. Also, wie gesagt, ihr öffnet Steam, geht in die Bibliothek, geht auf Eigenschaften, also rechtsklickt auf Final Fantasy 4, Eigenschaften, dann auf lokale Daten, dann auf Dateien, auf Fehler überprüfen und schon sollte das kein Problem mehr sein. Eigentlich. Ich glaube, ihr mögt kein Eis. Aber da dürfte auch ein Eis reichen. Selbstverschwörung finde ich jetzt nicht so gut. Mit Kraft. Ah, kacke, Redia ist schon tot. Naja. Okay, das Vieh hält schon was aus. Das. Was? Jungfrau? Stummjungfrau, okay. Naja. Dann belebe ich die mal kurz wieder. Ich habe ja, glaube ich, schon ein paar Phönixfedern. Wo sind sie denn? Da. 48. Und eine Hype Potion, ein paar Hype Potions. Okay, die letzte war ein bisschen overkill. Geh mal kurz gucken, was hier ist. Erstmal nix. Wahrscheinlich sind hier noch Truhen, ja genau. Wo ist der Lilith? Also wie es aussieht, geht's hier später, also muss man wahrscheinlich noch mal kurz runter. Weil hier sind ja noch ein paar Sachen. Und also wo ich jetzt nicht hinkomme. Ich glaube, die mögen kein Feuer, so wie sie aussehen, so blau und so. Na kacke, das war jetzt Dingens, ne? Obwohl, war schon ganz schön stark. Und rosa. Aber eigentlich soll sie heilen. Ja, du kannst beten. Angriff, Angriff, Angriff. Okay, schon gut. Das Zeus. Gehen wir erstmal rechts, links. Obwohl, ich weiß nicht, wo es hier so weitergeht. Da geht es wahrscheinlich runter. Erst Schlag, wunderschön. Trotzmagie, Feuer. Auf alle bitte. Beten. So, vielleicht bin ich mir schon am Aufnehmen. Das hatte ich schon ewig nicht mehr. Das lag wirklich am Boden des Gaming, aber das habe ich schon von Anfang an laufen. Also in dem Let's Play, deswegen
Wüsste ich jetzt nicht, was da wirklich Sache war, warum das Spiel immer abgestürzt ist. Und dass es immer wieder so ein Thema ist, dass ich wieder aufrufe, dass das Spiel abstürzt. Ich meine, jetzt kann man es so langsam mal ruhen lassen, das Thema, so nach jetzt, nachdem es nicht mehr abstürzt, würde ich sagen, lass mir das mal sein, ne? War ich mit Rosa angegriffen? Nein, sie hat geheilt. Edge hat angegriffen. Beten. Aber sie wird ja wahrscheinlich sowieso tot sein. Jetzt wahrscheinlich, ja.